So, Hallihallöchen und willkommen zurück zu Luigi's Mansion. Wir waren letztes Mal dabei, wir haben Marios Stern gefunden. Wir haben einen Mond explodieren lassen. Boom, boom, baby. Wir haben der Weissagerin den Stern gebracht. Und wir versuchen immer noch die Tür da aufzukriegen. Irgendwie. Ich weiß nicht genau wie, aber irgendwie muss das bestimmt gehen. Und ja, das wäre eigentlich der Großteil, von dem ich jetzt weiß, was wir machen könnten. Wir können irgendwie in diesen Raum, ich weiß allerdings noch nicht genau wie. Wir können in diesen Raum, wo wir allerdings nichts machen können. Wir können da oben in keinem Raum, wir sind hier im ersten Erdgeschoss, gut zu wissen. Hier haben wir alles clear und da unten ist auch noch ein leerer Raum. Schwierig, schwierig, ja? Naja, wir überlegen einfach mal gut. What the fuck, ein Goldbarren. Awesome. So, wir überlegen einfach mal ein bisschen besser, als ich sonst tue. Oh, ein Geist. Wie kommt der denn da hin? Mein Geisterhaus. Huhuhu. Was könnten wir tun? Da haben wir den Mond zum Explodieren gebracht. Und der Raum ist jetzt auch clear. Wir könnten uns in den Räumen hier nochmal umschauen, weil die ja scheinbar nicht clear zu sein scheinen. Weil die anders leuchten als die anderen. Skype hat geklingelt. Das ist mal wieder voll unvorbereitet von mir. Naja, oh toll, wir dürfen wieder mal durch den Garten laufen. Das ist klasse, echt. Das macht doch voll viel Fun, durch den Garten zu laufen. Nur um wieder zurückzulaufen. Ach ja. Wer mag solche Spiele nicht? Naja, ich zum Beispiel. So, wir gehen wieder durch die Tür. Wir gehen nach rechts mit Slow Motion. Moment, lass mich mal nachdenken. Könnt ihr das hinhauen? Nein, ich glaube nicht, dass das hinhaut. Schade irgendwie. Naja, wie auch immer. Ich will wissen, wie man dieses X da wegbekommt. Und das finden wir ganz bestimmt noch raus. Heute wird es ein relativ kurzer Part von mir. Einfach weil ich im Moment halb feststecke, wie ihr bestimmt schon bemerkt habt. Und ja, also mal schauen. Ist hier noch irgendwas, was wir übersehen haben? Da ist nichts. Könnte hier was drin sein? Ja, ein Leben. Finde ich gut. Können wir die Kerzen wieder ausmachen? Ja, können wir. Sehr schön. Okay. Hier scheinen wir alles zu haben. Deshalb gehen wir einfach mal weiter. Hier ist ein Buhu. Gut zu wissen. Bloß wo? Da ist kein Buhu. Da ist auch kein Buhu. Da ist ein Buhu. Ah, es war der Pumuckl. Und jetzt haben wir auch den Pumuckl. Yeah, man. So, wie viele Buhus haben wir eigentlich schon? Wir haben 20 von 15. Mit dem einen Boss wären es dann 35. Das heißt, wir brauchen noch 15. Hier noch irgendwo irgendwas, was wir vielleicht übersehen haben. Außer Leben. Leben ist immer gut. Okay, und hier ist nur wieder der Tod. Irgendwie schon komisch, dass die irgendwie anders aussehen als die anderen. Naja, wir schauen uns mal weiter nach Buhus um. Denn wir wollen die ja alle fangen. Gacha catch them all, gacha catch them all, Pokémon! Da 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 da. Oh Mann, oh. Ich habe jetzt wieder einen Ohrwurm von Pokémon. Das ist nicht gut. Okay, schauen wir gleich mal da oben rein. Hier ist nichts. Gut. Das war eine Fake-Tür. Hier ist auch eine Fake-Tür. Wow.
Okay, schauen wir mal in diese Tür rein. Hier scheint nichts mehr zu sein. Doch, Geld und zwar viel. Naja, nicht so viel, aber genug, um damit leben zu können. Her mit euch. Danke. So, da klopfen bringt uns nichts. Gehen wir nochmal zum Baby. Da ist auch nichts drin, außer. Okay. Eigentlich wollte ich das jetzt nicht machen, aber naja. Wie auch immer, ne? Gehen wir mal durch die Tür. Okay, jetzt sind wir wieder in dem. Punkt, Punkt, Punkt. In dem Raum, wo eigentlich nichts war. Können wir hier irgendwas machen? Nein. Scheint nicht so. Können wir vielleicht irgendwas mit dem Bett machen? So, da bin ich wieder. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, wir waren in diesem Raum. Monster. Poster. Geh weg. Meine Fresse. Es kann doch nicht so schwer sein, hier irgendwas machen zu können. Mano. Manometer. Der Part ist erst 7 Minuten lang. Na los, irgendwas müssen wir doch finden. Wo könnte was sein? Da oben. Nein, da oben nicht. Falsch. Ich habe wirklich absolut keinen Plan, wo was sein könnte. Ja, und das ist nicht gut. Ich verstehe auch nicht, wieso der Raum da unten so leer ist. Das Einzige, das wirklich, 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 wirklich Einzige, das es hier gab, war ein Geist, der jetzt nicht mehr auftaucht. Wollt ihr mich verarschen? Ich hab keine Ahnung. Blöder Shit. Ist hier vielleicht noch irgendwo irgendwas, ein Geheimgang, whatever, irgendwas, was mir helfen würde? Nein. Oh. Okay. Links oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Links. Hier ist ein Buhu. Oho. Naja, gut, dass wir hier mal wieder reingeschaut haben. Da ist er nicht dran. Wieder im Stuhl. Yep, wieder im Stuhl. Oh, das war nur ein Fake. Na komm her, du Fake. Oh, es laggt bei mir gerade ziemlich stark. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder besser. Duper, duper bin ich. Was ist ein Duper, duper? Ich verstehe die Anspielung drauf jetzt auch nicht richtig. Ich sag nicht, dass er wieder durch die wird. Sag nicht. Oh Gott, er ist wieder durch die Decke. Nun denn, den kriegen wir schon. Was ist denn über dem Esszimmer? Ah, verstehe. Okay. Den schnappen wir uns, den kleinen Buhu. Kein Problem. Heute gehen wir auf Buhu-Jagd. Ah, nein, er ist gar nicht durch die Decke. Er ist nur durch die Wand. Nur in Anführungszeichen mal. Und den haben wir auch. Bam! So, jetzt haben wir schon 21. Mich würde mal interessieren, wie viele es wirklich gibt hier noch. Oh, das war dumm. Das hätte ich besser wissen müssen. So. Hier scheint ja kein Geist mehr zu sein. Ich schaue mal noch bei dem Friedhof vorbei. Vielleicht haben wir da ja irgendwas übersehen. Mann! Ich will doch nur was zu essen. Bitches. So. Komm her. Oh, cool. Geld. Das war ungewollt. Aber immer noch besser als nichts. So. Weg mit der Tischdecke. Und durch die Tür. Und hier ist nichts. Ist hier vielleicht was? Aber ihr müsst euch mal vorstellen, wie alle hier tot sind. Selbst der Hund wurde umgebracht.
muss man sich mal vorstellen. Das ist doch abartig. Oh, Leben. Danke. Das ist doch ziemlich abartig, oder? Naja. Okay. Wo war... Ah. Da war's. So, jetzt kommen wir zurück. Was steht eigentlich da? Untersuchen. Was steht auf dem Schild? Hier ruht Gehbein. Ehren Sie die Friedhofsruhe. Gehbein. Gehbein. Was ist ein Gehbein? Ach, hier ruhen die Gebeine. Darauf soll es anspielen, ja. Ha, 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 ha. Ich lach mich tot. Klasse. Naja. Okay, gehen wir mal wieder runter. Gehen wir nach links. Okay, gehen wir mal aus der Villa raus. Ich will mal kurz zum Dock. Ja, wie, wir können hier nicht raus. Wieso können wir hier nicht raus? Oh, lol, 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 wir können hier nicht raus. Das war Luigi's Mansion für heute. Ich verabschiede mich wieder mit einem... Ein kurzer Part, aber naja, es ist auch nicht sonderlich viel passiert. Bye, bye!